Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Just Cause 3. Ja, kleines Päuschen war wieder, weiß ich nicht, die letzten zwei, drei Montage. Aus dem einfachen Grund, wie jedes Mal, dass ich es einfach zeitlich nicht schaffe, immer hier das Vorproduzieren und aufzunehmen. Und ich kämpfe mit mir selber, ob ich Just Cause überhaupt noch weiterspiele. Aber ich will irgendwie schon weiterkommen und es irgendwie auch zu Ende spielen, weil ich will halt da hinten hin, so was. Das sieht halt ziemlich geil aus, da vorne alles. Es ist halt die große Insel und wenn ich jetzt mal auf die Karte gehe, kann man sehen, dass ich offscreen sehr fleißig war. Das kann man so behaupten, denn ich habe nicht nur diese Insel befreit, sondern auch diese ganze Insel. Das heißt, wir haben in Anführungszeichen nur noch das hier oben. Es sieht auf den ersten Blick erstmal sehr viel aus. Ist es, glaube ich, auch. Aber es ist, glaube ich, nicht viel mehr als hier unten. Denn es ist ja zwar, die Karte ist zwar deutlich größer, aber Städte sind ja, also die sind einfach viel, viel größer. Also viel, viel breiter verteilt. Und ich wollte eigentlich auch schon hier das zum Beispiel befreien. Und das ist das, was wir auch da vorne sehen können. Ich habe natürlich jetzt kein Fernrohr oder sowas, aber man sieht da vorne, kann man irgendwie vielleicht so, wenn ich meine Waffe nehme und so ranzoome. So, guck mal, da vorne haben wir so zwei schwarze Türme. Das ist also mal eine richtig, richtig große Stadt. Und da habe ich gedacht, ach komm, das würde ich eigentlich ungern offscreen machen. Aber bevor wir dahin gehen, würde ich mir gerne mal das hier angucken. Das Stachelrohrengebiet. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das ist. Da gibt es auf jeden Fall auch noch was zu befreien. Und ich habe aber Angst, dass das einfach nur irgendwelche ganz normalen, keine Ahnung, Offshore-Windanlagen oder keine Ahnung, dass da auf dem Wasser einfach irgendwas ist, was halt sehr langweilig werden könnte zum Befreien. Das würde ich mir für die jetzige Folge einfach mal vornehmen und gucken einfach mal, was da ist. Ich hätte eigentlich auch schon mal hinreisen können oder ich schneide das am besten einfach mal. Wir machen mal, wo sind wir denn? Wir sind jetzt hier, ne? Können wir vielleicht hier eine Schnellreise hinmachen? Geht das? Hier, kann man da eine Schnellreise hinmachen? Ja. Dann machen wir da mal fix eine Schnellreise hin. Und dann holen wir uns ein schickes Boot und dann können wir von dem Boot aus nämlich eventuell das Stachelrochengebiet dann auch mal befreien. Denn das Tolle dabei ist, wenn wir das machen, dann haben wir, glaube ich, eine weitere Mission. Ach, guck mal, da unten ist sogar schon so ein Ding. Am besten, wir fliegen erstmal da unten hin und gucken uns dann mal an, wie wir am besten von da aus mit dem Boot weitermachen. So. Gibt es hier irgendwo eine ordentliche Anlegestation? Dann würde ich nämlich hier das Boot einmal hinbestellen, hier unten. So, das ist doch perfekt. So, und dann machen wir hier ihn. Na, komm, hoppa, 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 hoppa. So, ich möchte gerne hier drauf stehen. Danke. So, und dann machen wir jetzt nämlich hier ihn. Und ich weiß gar nicht, ob das in der Aufnahme schon mal zu sehen war. Wir haben hier so ganz tolles so ein Hyperboot, was hammerkrass ist. Ich glaube, damit haben wir auch schon mal was gerissen. Ja, ich weiß nicht, was. Ich nehme mir mein Standardzeug. Die und dann Spezial, dann nehmen wir einfach den ganz normalen hier. Und dann holen wir uns mal der Gerät. So. Achso, ich weiß jetzt nicht, wie das funktionieren soll. Das war eventuell ein bisschen dumm gerade. Weil es jetzt auf dem Dach landet wahrscheinlich, ne? Das war, glaube ich, ganz schön blöd. Nö. Ach, habe ich es jetzt schon bestellt oder nicht? Warte mal, ich bin natürlich geistig wieder. Ach, hier. Haha. So, dann werfen wir das mal lieber hier hin. Dann dürfte das auch klappen. Ja, ich hoffe. Ja, das passt, oder? Jo. So. Gut, dann haben wir da das Schiff. Ich glaube, das hat man schon mal gesehen, ne? Ich glaube, das war schon mal in einer Folge drin, ne? Jetzt müssen wir noch ganz kurz das irgendwie schlau uns hier holen. Das ist immer gar nicht so einfach. Weil man kann sich da irgendwie auch schlecht draufstellen. Jetzt hat sich das umgekehrt. Kann ich das vielleicht auch so vom Schwimmen aus machen? Nee. Kann man das mal irgendwie ranbinden oder so? So vielleicht. Okay. So. Nee, ich würde es. Was war das denn jetzt? Ich würde es nicht ablegen, die eine Waffe gerade. Ich glaube, ich schneide das einfach hier. Das ist, glaube ich, am besten. So, wo haben wir jetzt hier? Ich würde gerne wenigstens den Raketenwerfer. Wo ist denn jetzt da? Ich glaube, es verträgt sich nicht sehr gut. Och, Mann. Nein, Alter, hallo! Es ist jetzt gut, Spiel. Ich möchte mich darauf stellen. Also, obwohl es ja schwimmen kann, ist es irgendwie. Ja.
Okay, wir haben wohl sogar schon den. Okay, ja gut, dann legen wir halt nichts ab. Okay, die ganze Aktion war komplett umsonst. Jetzt steigen wir in unser Boot. Und ich glaube, man kann da in der Ferne schon erkennen, wo, was uns erwartet. Wir machen einfach. Warte, was ist denn das? Ach, das gehört gar nicht mehr dazu. Wir fahren einfach erstmal hier hin. Das Tolle an diesem Boot ist nämlich, erstens ist es hammerschnell. Und zweitens. Jetzt haben wir noch dieses Ding hier dran, weil die Verbindung lösen, ne? Und zweitens, kann man, visiert das so automatisch Dinge an. Das heißt, ich muss jetzt gar nicht zielen. Wenn er da checkt, da ist irgendein Ding, was man zerstören kann, dann hat er das wie so eine Verfolgungsrakete eingescannt. Und das ist ja praktisch. Wir gucken uns einfach mal an, was es ist. Angenommen, es sollte einfach nur irgendwas sein, was man stur befreien muss. Dann mache ich das jetzt die eine Folge lang, einfach aus Prinzip, und dann würde ich die nächste Folge wieder Story machen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das hier durchspielen werde, aber ich will wenigstens mal noch ein bisschen über diese große Insel da kommen, einfach mal, um zu wissen, wie das da aussieht, weil es irgendwie schon sehr interessant da mit dem Berg ist, und es gibt bestimmt noch irgendwie krasse, geheime Basen mit geilen Missionen und sowas. Das würde ich eigentlich schon ganz gerne sehen. Was ist denn das da? Das ist aber nichts, was zu befreien ist, ne, glaube ich. Was auch immer das sein soll. Sieht irgendwie sehr komisch aus. So. Wir haben ja hier, wie man sieht, so ein tolles Turbo-Ding hinten. Deswegen sind wir relativ schnell. Okay, ich hatte ja gehofft, dass das irgendwas Spannendes ist, aber ich habe Angst, dass es einfach nur irgendwelche Anlagen auf dem Wasser sind, die man genauso langweilig befreien muss, wie alles andere auch. Natürlich geht jetzt auch die Sonne unter. Natürlich gleich sehr romantisch hier. So, dann gucken wir mal. Wir sind, glaube ich, da, ne? Ja. So, was ist das jetzt hier? Wird das überhaupt bewacht? Das ist natürlich auch noch eine Frage. Was ist das? Ist hier was untergegangen? Also, geil sieht das irgendwie schon aus. Ich glaube sogar, dass hier gar nichts mehr zu befreien ist. Ne? Dass es einfach hier ist, einfach irgendwas. Oder? Warte mal. Das ist einfach noch der Rand. Hier ist tatsächlich noch nichts. Mhm. Liegt hier irgendwas? Es scheint einfach irgendwas untergegangen zu sein. Und das hat man hier wohl abgesteckt oder sowas. Dass man, dass hier keine anderen Boote gegenfahren oder sowas. Oh, guck mal, da ist was. Ach, das ist immer so eine Fässer, ne? Okay. Funktioniert nicht. Kann man, warte. Nur mal so aus Interesse. Wie sieht denn das von unter Wasser aus? Der müsste jetzt ja theoretisch ein Boot sein. Tauch mal. Okay, hier. Was ist denn das? Ist irgendwas eingestürzt? Also ein Schiff sehe ich jetzt hier nicht. Komisch. Also. Oh lol, was? Nein! Aua! Hallo? Scheiße. Fuck! Wo kommt ihr auf einmal her? Steige ein, Junge! Okay, zum Glück, das Boot hat zum. Hier, das meine ich. Der sieht das nämlich automatisch an, dann ist ganz schnell Schicht im Schacht. So schnell kannst du gar nicht gucken. Und Rüstung hat es auch ohne Ende. Okay, ich glaube, wir sollten uns verziehen. Aber was ist denn hieran so schlimm? Also, was dürfen wir denn hier nicht sehen? Wir schicken einen Helikopter ins Zielgebiet. Okay. Hier sind auch so komische Stimmen. Hier Zentrale, wir schicken Boote zu eurer Position. Also die Stimme, die gerade durch. Ach du Scheiße. Die gerade kommt, die ist für mich auch neu. Das ist von diesen Robotern, ne? Von diesen komischen. Wir schicken einige Boote zu eurer Position. Ach du Scheiße, Alter, wir werden ja Hammer verfolgt hier. Da vorne ist auf jeden Fall irgendwas Großes. Aber ich frage mich halt bisher, was wir jetzt hier bis befreien sollen. Wir fahren einfach mal darüber. Das ist ja eigentlich relativ gut zu sehen alles. Achtung, unsere Seestreitkräfte sind unterwegs. Okay. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das zu einem DLC gehört hier gerade, weil das wirkt irgendwie sehr DLC-ig. Weil es ja halt hier so eine extra Region ist. Wir schicken Boote zu eurer Position. So. Ah ja, okay, jetzt hier sowas. Jetzt haben wir auch endlich mal was zu befreien. So, und jetzt eigentlich dürfte er jetzt hier sowas zerstören alles. Wir schicken einige Boote zu eurer Position. Wie gesagt, man sieht das alles so schön automatisch an. Deswegen muss ich gar nicht so viel machen. Man kann einfach in meinem Boot bleiben. Hallo, darfst du das jetzt mal bitte... Oh, fuck. Achtung, Luftunterstützung ist unterwegs. Der hält natürlich einiges aus. Aber wenn es so viele sind. Wir schicken
So, okay. Weiter geht's. Ich hoffe mal, dass man das vom Boot alles machen kann und nicht jetzt noch irgendwie groß... Und nicht noch irgendwie groß aussteigen muss, weil das wäre ein bisschen blöd. So, das da oben würde ich gerne alles... Wie gesagt, wir machen das erstmal alles von hier unten. Ist hier irgendwas? Rauchen wir gerade? Nee, ne, weil ich weiß ja nicht, wie viel Rüstung unser Geding hier hat. Aber ich glaube, das hält einiges aus. So, also alles haben wir auf jeden Fall noch nicht. Und irgendwas sehr Großes ist hier noch. Warte mal, was ist denn das, was hier noch angezeigt wird? Satellitenschüssel. Ist hier oben drauf? Hab ich irgendwas übersehen? Alter! Krass, der hält auch einiges aus. Hallo? Alter, was hält er denn aus? So, darf ich? Danke. Hier Zentrale. Wir schicken Boote zu eurer Position. So. Die kleinen Boote hier. Ach, das Ding da oben wahrscheinlich, ne? Warte mal, stillhalten. Da ist noch was. Die nehmen wir noch mit hier. Achtung, unsere Sicherheit hier ist noch was. Da ist noch einer. So, und wo ist jetzt the final thing? Weil wir gucken mal. Ach, hier auch. Warte, und der... Fährt der Boje? Wo, was ist denn... Sind die unter Wasser? Okay, das war's für dich. Wo, warte mal. Wir markieren das einfach mal, dann können wir... Oder die sind wahrscheinlich so ein bisschen außerhalb. Ach, krass. So. Adios, amigo. Ciao. Was sind das U-Boote hier, oder? Ach, hier, das hier, oder was? Okay. Wir schicken euch Schiffe zur weiteren Unterstützung. Okay, die halten auch einiges aus. Da kommt der nächste Heli. So, was ist denn jetzt die Satellitenschüssel? Ist das das große Ding da oben, oder was? Das zuppelt ja auch schon so komisch. Machen wir mal ein bisschen Feuer. Das Problem ist, ich komme mit dem Cursor auch nicht weiter hoch, oder? Ist das hier? Ich will halt wirklich ungern aussteigen. Ne, das scheint nichts zu passieren. Wir machen erstmal die Bojen hier. Da ist er, ne? So. Okay, also vom Boot geht das, wie gesagt, alles sehr, sehr gut. Da, ich weiß gar nicht, ob dieses Boot, ich glaube, das gehört sogar zu einem DLC. Ich glaube, ohne wäre das sehr, sehr anstrengend. Weil da musst du ja hier andauernd durch die Gegend fliegen oder irgendwie welche Boote klauen. So, letzte Boje und dann gucken wir nochmal ganz genau, was mit der Satellitenschüssel ist. Aber wie gesagt, das Boot hält ordentlich was aus. Also ich weiß nicht, ob wie lange man hier durchhält. Und keine Angst, ich will das jetzt hier nicht alles am Stück. Das wird, glaube ich... Ich hatte gehofft, hier ist noch irgendwas Spannendes. Vielleicht kommt hier auch noch was. Aber ich glaube, dass es hier bleiben wird. Okay. So, jetzt markieren wir nochmal das Ding. Vielleicht können wir dann besser erkennen, was es, worum es sich genau handelt. So. Also er... Das ist wirklich das Ding oben drauf. Fuck, ey. Bestimmt dieses Ding da oben. Und da komme ich nicht hoch. Da muss ich mir jetzt irgendwas überlegen. Ich habe ja auch noch, aber auch noch keine Wachen gesehen. Das heißt, mit ein bisschen Glück. Warte, wir steigen mal aus. So. Luftunterstützung ist unterwegs. Ist das Ding da oben? Aber nee, das kann man auch schlecht abschießen. Was muss man denn hier jetzt noch kaputt machen? Ach, hier! Da ist er ja. Also, ganz einfaches Ding. Okay. So, jetzt haben wir das Ding auch direkt befreit. Oh Gott, um Gottes Willen erstmal. Komm. So, eine von 5 Stationen befreit. Jetzt, unser Boot ist hoffentlich auch noch da. Okay, also das scheint wirklich ein DLC zu sein. Das sind ja auch diese ganzen Symbole, sind alle anders hier. So, okay. Ihr Lutsch. Sehr gut, Rico. Ja. Das ist auch diese extra Mission. Die haben hier auch so eine komische extra Markierung. Ja, wo waren wir hier schon?
Warte, lass erstmal drauf scheißen. Lass mal in die Mitte fahren und das wenigstens das noch angucken. Ich denke mal, wie das hier aussieht. Guck mal, das sind, diese Form dieser Dinger außen sind eigentlich immer dasselbe. Starksam sind wir gemein. Alter, guck dir das mal an da in der Mitte. Das sieht ja richtig brutal aus. Ich würde sagen, wir gucken uns das an, böllern da noch ein bisschen rum und dann war es auch mit der Folge. Und dann machen wir nächstes Mal nochmal, müssen wir, ich meine, mit Story. Ich habe jetzt so viel befreit, dann können wir auch erstmal wirklich lange Story machen. So, die Jungs können wir hier nochmal. So. Was? Guck mal, wie diese Blitze da zucken. Was machen die da für Experimente? Dann mache ich mir ein bisschen Sorgen hier um die Gegend. Und ich denke mal, da wird das Befreien auch ein bisschen schwieriger und länger dauern. Und mal gucken. Hallo? Mal, ich bin gespannt. Sieht auf jeden Fall ziemlich heavy aus. Warnung. Okay, Stromwarnung. Kann es sein, dass wir erstmal alle... Ja, okay, es war klar. Ich wollte gerade sagen, wir müssen wahrscheinlich erst alle drumrum. Um Gottes Willen. Ja, da ist... Guck mal, das ist es doch sogar. Wir müssen wohl erstmal alle drumrum machen und dann das Ding in der Mitte, ne? Das habe ich mir schon fast gedacht. Ich bin natürlich hier irgendwo am Arsch der Welt gespawnt. Und unser Boot ist auch weg. Warte mal, können wir hier irgendwo... Was ist das denn hier? Warte, haben wir noch von diesen Signalen was? Drei von... Oh, okay, na dann. Dann will ich mich mal nicht weiter beschweren. Dann schmeißen wir jetzt hier unten so ein Signal hin. Warten wir kurz und dann... Können wir ja noch einmal was befreien, ich weiß nicht. So, bumm. Schön die Umwelt verschmutzen, den Tanker einfach mitten ins Meer schmeißen und weiter geht's. So, okay, warte, wenn wir jetzt hier sind, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier oben hin. Das sieht doch mal ein bisschen anders aus. Und auch ein bisschen kleiner. So, hier so. Speedy Gonzales. Wir können auch richtig springen, glaube ich, ne? Wir haben unseren... Ja, ist jetzt nicht so vorteilhaft. Okay, also wenn ich es richtig verstehe, muss man erst alle Dinger drumherum befreien und dann das Riesenvieh da in der Mitte. Frage ich mich nur, was der jetzt da so viel Macht hat, um uns einfach so mal zu killen. Das muss ja schon sehr heavy sein. Okay, guck mal, hier scheint sogar gar nicht mal was zu sein, wie es aussieht. Aber das sind dann wohl die Boote, ne, die auch durch dieses Energiefeld oder was auch immer das ist, die dem auch zum Opfer gefallen sind. So interpretiere ich das mal. Die Frage ist halt nur, was hat das hier alles für einen Sinn? Das ist die Frage, die ich mich stelle. Oder die sich mir stellt. Und ich denke mal, das wird jetzt hier sehr ähnlich sein wie der Rest auch, ne? Wollt ihr das wirklich durchziehen? So. Okay. Ja, es ist fast genau dasselbe. Bleib mal erst ein bisschen auf Abstand. Treffen wir das von hier? Ne, glaube ich nicht. So, guck mal, den haben wir, glaube ich, gerade übersehen. Adios, mein Freund. Das hier ist nix, oder? Nö. Da oben ist ein Heli. Der hat uns tatsächlich noch nicht ins Visier genommen. Okay, jetzt schon. So, mal ein bisschen volles Rohr. So, hier, warte, komm. Den haben wir noch gekriegt. Okay, jetzt fangen die auch an da vorne. Die haben halt einfach den Mega-Vorteil, ne? Dadurch, dass die diese komischen Verfolgungsraketen haben. Aber der hält auch ordentlich was aus hier vorne, wenn ich das mal sagen darf. Das finde ich sehr unrealistisch. Alter, was ist denn los? Ah, jetzt ist er weg, okay. So, Sturmmanipulator. Jetzt lese ich das auch erstmal, was hier überhaupt rumsteht alles. Also die scheinen irgendwie das Wetter manipulieren zu wollen. Oder sowas in der Art. So, oh, wat. Hier Zentrale, zusätzliche Einheiten What? Sind unterwegs. So, wieso ist die Frame da eigentlich gerade so in die Knie? Oh Gott, Alter, was, von wo?
aufpassen hier. Den nehmen wir noch mit. Ich würde sagen, wie gesagt, das befreie ich jetzt noch hier, also diese eine Ecke. Und dann war es das. So, kriegen wir die Satellitenschüssel. Da, guck mal, da ist sie. Geil. Müssen wir gar nicht aussteigen. So, was fehlt denn jetzt noch? Was ist das hier? Doppler-Radar. Okay. Und ein Klimacontroller. Okay, krass. Die wollen ja echt irgendwas sehr Ungesundes, glaube ich, machen. So, jetzt fehlt uns nur noch das Doppler-Radar. Da vorne. So, das war's. Okay. Warte, ich guck mal ganz kurz. Jetzt habe ich hier, bin ich rausgetappt, das wollte ich gar nicht. Wie viel ist denn das jetzt noch eigentlich hier? Der noch, ne? Also es gibt, glaube ich, 5 Stück, ne? Genau, wir haben jetzt der wahrscheinlich noch und der noch und dann das zentrale Ding hier in der Mitte. Ich würde sagen, dass ich jetzt einfach die Aufnahme, also diese Folge beende. Und dann mache ich jetzt offscreen, befreie ich den ganzen Rest. Vielleicht machen wir dann das große Ding in der Mitte in der nächsten Folge. Ich gucke mir das einfach mal an. Und dann gibt es auch bald wieder ein bisschen Story. Aber ich würde sagen, das war es schon bis hierhin mit dieser Folge. Bis in eine Woche. Bis dahin, haut rein. Tschüss, Kowski. Und ciao. Tschüss.